geschmorte Schweinshaxen. Hallo zusammen, wir machen heute zusammen geschmorte Haxen. Wie ihr gesagt, hat es noch ein Missverständnis gegeben zwischen dem Metzger und mir. Für mich ist klar, wenn ich eine ganze Haxe bestellen wollte, diese Mittenschwarte. Leider ist die weg. Also schaut drauf, wenn ihr bestellt, Mittenschwarte. Funktioniert so natürlich auch, aber das Knusprigen ist einfach weg. Wenn ihr Schwarte habt, dann schneidet sie rautenförmig ein. Das ist eigentlich der grosse Unterschied jetzt. Und am Schluss ist es natürlich noch ein bisschen knuspriger. Dann haben wir Gewürz. Für 3 Haxen. Ich nehme pro Person eine Haxe, darum bin ich auch so schlank und rank. Normalerweise sagt man etwa 1,5 Kilo Haxe auf 4 Personen. Ich nehme 3 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel grobe gemahlene Pfeffer und 1 Teelöffel Majoran. Wir können das vermischen und reiben unsere Haxe damit ein. Dann brauchen wir noch 2 Zwiebeln. Die nehmen wir schinden und vierteln. 4 Knoblauchzehen, die nehmen wir am Stück. Ein bisschen Rosmarin und Thymian. Je etwa ein Zweigli. Ich habe sie jetzt noch kleiner draussen, darum nehme ich halt 3-4. Ein Teelöffel Tomatenmark. 5 Dezi Rindsbouillon. Und 5 Dezi Bier. Ich nehme Hellsbier, man kann auch dunkles Bier nehmen. Dann wird nachher das Süßchen ein bisschen härter. Und noch ein bisschen Öl. Dann erhitzen wir in einem hohen Topf ein bisschen Öl. Und braten unser Fleisch ringsum schön an. Dann geben wir Zwiebeln und Tomatenmark dazu und rösten die kurz ein wenig mit. Der Knoblauch natürlich auch schon. Dann löschen wir mit Bier und Bouillon ab, geben den Rosmarin und den Thymian dazu, kochen das Ganze auf, reduzieren den Hitze und lassen es etwa für 30 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit heizen wir unseren Backofen auf 170 Grad Umluft vor. Dann legen wir unsere Haxen mit der Flüssigkeit zusammen in eine Schmorpfanne oder in eine Gratinform. Dann ist gut 2 Stunden in der Mitte vom Ofen schön schmoren. Dabei immer wieder mit einem Löffel oder mit einer Kelle ein bisschen Flüssigkeit drüber gießen. Wenn man jetzt eine schöne Schwarte dran hat, die letzten 20 Minuten von diesen 2 Stunden den Ofen auf 220 Grad erhitzen, dass es eine schöne Kruste gibt. Am besten servieren wir unsere Haxe jetzt mit Sauerkraut und etwas Hähnchen. Ich habe jetzt Potatoes gemacht. Ich wünsche Ihnen einen guten zusammen.